Die Meta-Aktie schoss nach Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen um gut 20% nach oben. Zudem hat das Management völlig überraschend die Zahlung einer Quartalsdividende bekannt gegeben. Was steckt hinter der Kursexplosion? Ist Meta jetzt auch als Dividendenaktie interessant? Und vor allem, ist die Aktie heute auf Allzeithoch noch immer ein Kauf? All das in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Diethe, geht es um Qualitätsaktien. Und jetzt schauen wir uns die Aktie an, über die gefühlt die halbe Börse spricht. Meta, die ich übrigens ja vor kurzem schon mal analysiert hatte, werde dann in der Bewertung darauf zurückkommen. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Also auf los geht's los. Hier habe ich die ESIN schon eingegeben. Und was beeindruckt, ist natürlich ganz sicher hier die Kursentwicklung hier am letzten Handelstag. Insbesondere die Meta-Aktie, die hat ja seit ihrem Tief ganz schön zugelegt. Wir hatten hier eine richtige Achterbahnfahrt gehabt und hier ist das Tief und von dem hat sie momentan 434% zugelegt, noch ausschließlich Kursgewinne. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das zustande? Ist das eine Übertreibung? Zuerst gucken wir uns aber noch die Dividende an. Wir haben hier schon die aktuellen Zahlen im Aktienfinder. Hier seht ihr die zum 31.12. Und da haben wir noch keine Dividende. Die Dividende, die erste Quartalsdividende, die jetzt gezahlt wird, die wird ausgeschüttet am 26. März für alle, die die Aktie spätestens am 21. Februar, also ein bisschen Zeit hättet ihr theoretisch noch, im Depot haben. Geben wir jetzt 50 Cent Quartalsdividende, das heißt, es sind dann insgesamt im Jahr 2024, sollten wir dann auf 2 US-Dollar kommen. Und völlig überraschend ist es deshalb, weil wenn man in den Quartals- bzw. in den Jahresbericht schaut, letzten Jahres noch für 2022, dann sieht man hier unter Dividend Policy, we do not expect to pay cash dividends in the foreseeable future. So schnell hat das Management also seine Meinung geändert, was die Dividende angeht. Und die Dividendenrendite liegt dann momentan auf aktuellen Kurs bezogen bei 0,4%. Man sieht hier grafisch schon, dass die Ausschüttungsquote recht niedrig ist, sowohl auf den bilanzierten Gewinn als auch auf den freien Cashflow. Erinnert so ein bisschen an Nvidia beispielsweise, auch da wäre deutlich mehr drin. Das heißt aber auch, dass ich davon ausgehen kann oder dass ich davon ausgehe, dass das Dividendenwachstum in den kommenden Jahren relativ hoch ausfallen wird. Ich halte so ein jährliches Dividendenwachstum von um die 20% für realistisch. Das ist auch das, was man hier ungefähr sieht für die nächsten Jahre. Das heißt, in 3 Jahren hätte man dann auf den heutigen Einstandskurs bezogen eine Dividendenrendite, persönliche Dividendenrendite von 0,8%, also bereits Verdopplung. Und 2% wären es dann im Jahr 2032, also mit ungefähr 8 Jahren Haltedauer. Zusätzlich gibt es weiterhin Aktienrückkäufe, das kann man hier schön sehen, die in letzter Zeit beschleunigt stattgefunden haben, was auch ein gutes Market Timing war, als der Aktienkurs ja dann auch am Boden gewesen ist. Es ist ein massives Aktienrückkaufprogramm, was jetzt nochmal aufgestockt worden ist, im Januar um sage und schreibe 50 Milliarden US-Dollar. Und insgesamt darf das Management jetzt noch Aktien zurückkaufen im Wert von 80,9 Milliarden US-Dollar zusätzlich zur Dividende, was 6,5% tatsächlich der Marktkapitalisierung entspricht. Das heißt, da kann der Aktienkurs auch noch ein bisschen gepusht werden. Man sieht hier in der Bilanz auch, dass wir eine sehr, dass wir keine Nettoverschuldung haben. Also wir sind faktisch schuldenfrei. Man sieht, dass die Tilgungskraft so stark ist, dass sie die zinstragenden Schulden komplett innerhalb eines Jahres tilgen könnten, also Meta. Allgemein, bevor wir gucken oder wenn wir uns überlegen, ob wir eine Aktie kaufen oder nicht, muss man ja nochmal in den globalen Kontext schauen, insbesondere wie es dem Unternehmen momentan geht. Und Facebook ist lange Zeit an der Börse als Problemunternehmen wahrgenommen worden. Und warum? Weil hier die Margen, man sieht es hier auch, lange Zeit deutlich gefallen sind. Allzeithoch der operativen Marge war 2017 mit knapp 50%, dann ist es 2018, 2019, 2020 dann so gefallen, war dann bei knapp 40%, also ist die Marge schon um 10% gefallen, der operative. Und dann hatten wir hier ein ganz schlechtes Jahr, wo die operative Marge noch weiter fiel. Und
Zusätzlich hatten wir diverse Datenskandale, insbesondere bezüglich Datenschutz, Stichwort Cambridge Analytica und dann eben die explodierenden Kosten, die dann zu den sinkenden Margen führten. Explodierende Kosten deshalb, weil immer mehr Mitarbeiter eingestellt wurden. Da hatten wir Zuwachsraten jährlich bei den Mitarbeitern so zwischen 20, 30, 40%. Und dann hat Mark Zuckerberg bzw. das Management den Notausschalter gedrückt. Das war Ende 2022, Anfang 2023. Und dann sind über 20.000 Leute, fast jeder vierte Mitarbeiter von Meta ist entlassen worden. Und das ist natürlich alles erstmal keine schöne Entwicklung. Aber es scheint notwendig gewesen zu sein, denn Früchte trägt es bereits. Wir haben nämlich hier wieder steigende Margen jetzt und man sieht es auch, wenn man in den Gewinnfluss geht, dass die Kosten jetzt unter Kontrolle gebracht wurden. Wir hatten hier Material- und Lohnkosten in Höhe von 15,1 Milliarden bei einem Umsatz von 116 Milliarden. Jetzt ist der Umsatz auf 134 gestiegen und die Material- und Lohnkosten wurden gesenkt um die 200 Millionen US-Dollar. Ist jetzt erstmal im Verhältnis nicht so viel, aber hier sind auch nochmal Kosten versteckt, Vertrieb und Marketing. Die liegen jetzt bzw. lagen im letzten Geschäftsjahr bei 22,2 Milliarden und ein Jahr vorher waren die noch bei 25,7 Milliarden, also nochmal ein paar Milliarden drüber. Und man sieht also, man hat die Umsätze gesteigert, die Kosten aber gesenkt und das führt dann entsprechend zu den steigenden Margen. Allerdings wird das natürlich eine Einmalsache sein, beziehungsweise man kann ja sagen, jetzt erstmal, okay, operativer Turnaround gelungen, aber wird es jetzt so weitergehen? Ja, natürlich nicht. Man kann nicht ewig entsprechend Kosten so stark sparen. Jetzt gucken wir mal, wie das in den einzelnen Segmenten aussieht bei Meta, denn der operative Gewinn, der ist ja ganz deutlich angestiegen. Um 61% ist er gewachsen und zwar bei der Family of Apps, wie es jetzt so heißt. Früher hieß es Advertising, also Werbung. Das ist ja das Brot- und Buttergeschäft von Facebook bzw. Meta, Family of Apps. Die Familie besteht aus natürlich Facebook, Instagram in erster Linie, das ist das, was kommerzialisiert wird. WhatsApp hätten wir dann auch noch und jetzt ganz neu Threads, was jetzt was wahrscheinlich noch kein Umsatz beschert, weil es noch zu neu ist, der Twitter- bzw. X-Konkurrent. Ja, das ist die Cash-Cow, da läuft es auch recht gut und der operative Gewinn, wie ich sagte, ist um 61% jetzt auf 62,3 Milliarden US-Dollar gestiegen, das Operating Income. Es wird vermutlich nicht mehr weiter so stark steigen können. Die Average Monthly Users und das Average Recurring Revenue per User, das sind ja die anderen Stellschrauben, von denen das Operating Income abhängt, also wie viele Leute die Plattformen nutzen und wie viel Geld sie da lassen. Die haben sich gut entwickelt, zusammen mit den Kosteneinsparungen, aber es wird natürlich so entsprechend nicht weitergehen. Wir haben zwei Segmente bei Meta. Wir haben einmal das hier in grün und dann haben wir hier nur noch was ganz Kleines und dieses ganz Kleine, das ist das Metaverse, was Reality Labs heißt. Und das ist eine wahre Geldvernichtungsmaschine. Das ist so ähnlich, erinnert ein bisschen wie an ein Alphabet, deren Brot- und Buttergeschäft ja ebenfalls die Werbung ist, die dann aber noch Cloud haben und dann aber auch noch die Alphabets, wo sie auch Geld verbrennen ohne Ende. Und was bei Alphabet Alphabets ist, ist hier Reality Labs. Metaverse, das nächste große Ding, Fragezeichen. Jetzt erstmal vielleicht kurz, wie steht es aktuell betriebswirtschaftlich? Sie haben einen Umsatz von um die 1,9 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, das sieht man hier unten, und haben dabei eine operative Marge erzielt von minus 850% beziehungsweise einen Verlust von über 16 Milliarden US-Dollar generiert. Und das ist natürlich schon eine heftige Hausnummer, wenn man sich das anschaut. Und dann haben wir hier noch Reality Labs, das wächst nicht, der Umsatz, der schrumpft sogar. Und der Gewinn bzw. der Verlust weitet sich noch aus. Die Börse sieht das Ganze relativ unkritisch, offensichtlich. Die freut sich jetzt und hat die Meta-Aktie nach oben geschickt. Das ist ja auch immer so interessant. Also Börse ist ja viel stimmungsgetrieben. Bei Tesla beispielsweise läuft die Stimmung genau in die andere Richtung. Die haben ja bei den Key Performance Indicators alles geschlagen.
Die haben ja die Anzahl der Deliveries geschlagen, die haben in die operative Marge haben sie geschlagen, aber der Aktienkurs ist ja vollkommen eingebrochen. Und hier haben wir genau ein anderes Stimmungsbild bei Meta. Ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht, steht in den Sternen. Da bräuchte man einen Zukunftsforscher, der wahrscheinlich auch falsch liegt. Momentan bin ich mir nicht sicher, ob es erfolgreich sein wird. Wir haben das Metaverse, hier ist der Einstieg zum Metaverse, das sind ja die Virtual Reality oder Augmented Reality Brillen hier. Das ist für Spieler in erster Linie interessant. Ob es Unternehmen beispielsweise groß machen werden, weiß ich nicht. Wir haben ja momentan auch einen Trend wieder weg vom Homeoffice beispielsweise, dass man also wieder ganz natürlich sich auf der Pelle hockt. Also das muss man mal schauen. Wichtig vielleicht ist auch noch die Aussage des Managements, dass in 2024 dann wieder im laufenden Geschäftsjahr die Kosten wieder steigen sollen, aufgrund von steigenden Gehältern und aufgrund von Investitionen in, ihr habt es erraten, Reality Labs bzw. das Metaverse. Also hier großes Fragezeichen. Wichtig ist jetzt noch die Bewertung der Aktie. Und da habe ich ja vor kurzem schon Meta analysiert hier. Das war vor ungefähr einem Monat gewesen. Für mich war die Aktie damals interessant gewesen. Hier sieht man den Screenshot. Ich kann das Video da auch gerne verlinken. Und die Bewertung, die ich damals gemacht habe, die möchte ich einfach fortführen, nur mit dem heutigen Aktienkurs. Wir schauen uns die Bewertung an, ganz kurz erst in die Multiples rein. Ich habe damals schon darauf hingewiesen, dass Meta immer günstiger wird, dass die mal auch mal richtig günstig waren hier mit einem KGV von 6, 7 und momentan haben wir ein KGV von um die 22. Für eine Tech-Aktie erstmal mutet das nicht besonders teuer an. Trotz Allzeithoch ist die Aktie also immer noch ein Schnäppchen. Gehen wir hier in die dynamische Aktienbewertung rein. Wir sehen hier nochmal eindrucksvoll das Allzeithoch. Wenn ich einfach anhand des fairen Werts auf den Bereich Gewinn das Ganze mir anschaue, dann sieht es ja immer noch so aus, als ob die Aktie einiges an Aufwärtspotenzial hätte. Da hätten wir für 2026 einen fairen Wert von 730 Dollar bei 474 US-Dollar. Ich würde jetzt aber Folgendes machen, was ich auch vorher schon gemacht habe, denn mit Hinweis darauf, dass wir hier von 2013 bis 2016 auch noch ein erhöhtes KGV hatten von bis zu 40, würde ich jetzt ein KGV nehmen, nur für die Berechnung des fairen Werts ab 2017 und sinkt nämlich das KGV für die Berechnung des fairen Werts von 23,7 auf nur noch 18,7 ab, was zugegebenermaßen relativ niedrig ist, aber es ist eine konservative Bewertung. Hier, das lassen wir weg, die Schätzung, da werden kaum noch Analysten sein, die das schätzen. Es ist viel Glaskugel und es sind noch zwei Analysten, das sind zwei Pessimisten ganz offensichtlich, die nicht von mehr steigenden Gewinnen in 2027 ausgehen, deshalb lassen wir das weg. Wir sehen jetzt aber den fairen Wert aktuell, dann würde er bei 380 US-Dollar liegen, also 100 US-Dollar knapp über dem eigentlichen Aktienkurs. Und dann hätten wir jetzt nur eine Renditeerwartung bis 2026 von 7,5% jährlich. Da ist dann schon die Dividende übrigens dabei hier, aber immer noch alles zum Großteil jedenfalls von Kursgewinn. 7,5%, das wäre jetzt im Prinzip das, was der Markt im langfristigen Mittel abwirft. Allerdings bei einer Aktie auf Allzeithoch, wo ich mir durchaus eine Korrektur vorstellen kann, weil momentan hat die Aktie, die Börse meines Erachtens hier so eine Art rosa-rote Virtual Reality Brille auf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Reality Labs und dem Metaverse. Kann sein, dass da auch wieder Skepsis kommt und dann kann der Aktienkurs ganz schnell wieder einbrechen. Ich gehe davon aus, dass wir hier so ein Gewinnwachstum haben bei Meta von so um die 15% in den nächsten Jahren. Da ist es nicht so teuer, also 23,5 das KGV. Aber in Kombination jetzt mit dem, was ich jetzt eben gesehen habe, mit der Geldverbrennung bei Reality Labs und der
rosaroten Hype oder der rosaroten Virtual Reality Brille, die man da gerade aufhat, scheint mir die Meta-Aktie, scheint es mir momentan nicht besonders günstig vom Chancen-Risiko-Verhältnis jetzt noch einzusteigen. Damals, als ich das Video gemacht habe, war ich noch anderer Meinung. Jetzt würde ich persönlich die Hände von der Meta-Aktie lassen. So, das war mein Fazit. Wir werden sehen, ob die Aktie weiter steigt, ist auch möglich. Interessant wäre natürlich auch zu wissen, was ihr von der Meta-Aktie jetzt haltet. Ist die Aktie für euch noch ein Kauf? Ist ja auch als Dividendenaktie für euch interessant? Schreibt mir gerne ein paar Kommentare, freue ich mich zu lesen und, mit euch zu diskutieren. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.